Und ein wunderschönes Willkommen zurück. So, wo hatten wir... Achso, das haben wir jetzt sogar noch offen. Ach, okay. Ich will mal nochmal in die Einstellungsdatei reingucken. Ich brauche ein kürzeres Passwort, ey. Hört ihr mich überhaupt? Oh Gott, wo war ich jetzt? Ja, richtig. Okay. Ich hatte nämlich gerade meine Kaffeekanne direkt vor dem Mikrofon. Ich hoffe, jetzt bin ich ein bisschen lauter, wenn ich davor zu leise gewesen bin. So, was wir tun machen wollen, das hier. Remove Farm Mobs ist deaktiviert. Ja. Das Ding. Das sorgt normalerweise dafür, dass Mobs, wenn sie aus dem Sichtfeld raus sind oder aus dem aktiven Blockbereich raus sind, dass sie dann despawnen. Aber das Ding ist deaktiviert. Also dürften die Tiere eigentlich, wenn sie da sind, nicht mehr despawnen. Also zumindest durch die Reichweite. Ich weiß nicht, ob die noch einen Timer intern haben, dass sie nach einer gewissen Zeit, irgendwie nach ein paar Stunden oder ein paar Minuten, automatisch dann despawnen. Aber zumindest aufgrund der Sichtweite dürften sie nicht mehr despawnen. Also ich habe keine Ahnung, was... jetzt eigentlich hier abgeht, gerade. Das ist mir ein Rätsel. Und ich hasse Rätsel. Ich meine, ich gucke zwar in letzter Zeit wieder sehr viel Detektiv Conan, aber da gucke ich ja, wie andere Rätsel lösen. Und ich muss es nicht selber tun. Scheiße. Tja, woran könnte das noch liegen? Wie gesagt, es kann natürlich zum einen daran liegen, dass es gerade bewölkt ist. Weiß ich nicht, ob es damit zu tun hat. Wenn ja, dann hätten wir ein kleines Problem, weil es ist andauernd bewölkt. Ich geh mal weg hier. Mal gucken, welches Fliegenzeug hier im Zimmer. Also keine Fliegen, sondern Zeug, was fliegt. Also ich weiß nicht, was das gerade war. Eine Art Motto oder sowas, keine Ahnung, weiß nicht. So, zurück zum Thema. Genau. Ich meine, ich... Warte mal. Ich probiere mal ganz kurz was. Grant... Ronic? Ich weiß aber nicht, welches... Ja, war klar. Gut, dann probiere ich es mal anders. Oh. Jetzt dumm? Wie schreibt man Wetter? Ich weiß doch gerade nicht, zu welcher Mod das gehört. Also ich weiß, dass es zum Dingsbums da gehört. Also hier zu dieser Plant Life Mod, aber ja. Frage ist jetzt halt, weil hier ist eine Weather Mod mit bei, das weiß ich, aber ich sehe sie hier nicht drin. Nicht, dass es für die gar keine Befehle gibt, das wäre natürlich ein bisschen blöd, weil dann sehen wir jetzt ganz schön alt aus. Ja, da gibt es ja auch keine Autovervollständigung. Zumindest sich hier, wie man Wetter schreibt. Ach scheiße, da bringt ja gar nichts. So. Help. Wetter. Okay, ich hab's komplett falsch geschrieben. Ah, okay. Hat also kein direkten Befehl.
Das heißt hier Spawn nicht. Wir könnten nicht gucken, ob es am Wetter liegt, weil wir gerade die Welpendeck hier nicht wegbekommen. Wir sind also ziemlich angearscht, was das angeht. Wie gesagt, vorhin kam mir mal eine Kuh. Warum haben wir jetzt so wenig FPS? Liegt das jetzt tatsächlich daran, dass da oben gerade so viel Text angezeigt wird? Könnten wir fast vorstellen. Das wäre natürlich ein bisschen. Ja, schon wird's besser. LOL. Das heißt, Text oben droppt die Framerate einfach mal. Da ist wohl Irrlicht. Ne, meinst du, das basiert ja auf die Irrlicht Engine, auf die Irrlicht Game Engine und die scheint dann wohl doch ein bisschen sehr inperformant zu sein. Ist mir auch schon früh aufgefallen, dass wenn man hier zum Beispiel im Inventar war und hier sehr viele Items hatte, dass dann auch die Framerate extrem droppt. Weil Irrlicht ist halt kompletter Bullshit. Also ganz, sorry, ja, ich weiß, aber ich persönlich mag Irrlicht gar nicht. Ich meine, sie erleichtert einem natürlich als Spieleentwickler sehr viele Sachen, wo man sich darum selber nicht kümmern muss. Aber ich glaube mal, es gibt jetzt mittlerweile im Forum auch sehr viel Streit. Gerade weil Irrlicht ja mittlerweile auch ein totes Projekt ist, wird er nicht mehr weiterentwickelt. Ja, also ich glaube mal, die Benutzung von Irrlicht wird mein Test auf kurz oder lang definitiv eher schaden als fördern. Wie gesagt, am Anfang war es ein schöner Booster, weil man da halt die ganzen Sachen wie Eingabehandling und sowas alles an Irrlicht natürlich abgeben konnte. Aber mittlerweile ist Irrlicht einfach nur noch so ein großer Klotz am Bein. Weswegen ich persönlich auch immer versuche, wenn ich Spiele entwickle, also selber ein bisschen rumprogrammiere, dass ich entweder SDL benutze oder direkt OpenGL. Ist natürlich am Anfang schwieriger, weil da darfst du halt alles selber machen und OpenGL ist nicht leicht. Aber dafür hast du halt den Vorteil, OpenGL wird's. Ja, okay, da scheiden sich jetzt die Geister, aber ich bin der Meinung, OpenGL so benutzbar wird es immer geben. Ich meine, okay, mittlerweile ist durch Vulkan eine Alternative da. Aber trotzdem werden Programme, die für OpenGL geschrieben werden, trotzdem immer lauffähig sein. Denke ich jetzt einfach mal. Und ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass OpenGL, weil es halt wirklich ein zugrunde liegender Standard, weit verbreitet, dass das irgendwann mal komplett einfach fallen gelassen wird. Genauso wie der X-Server. Ich meine, klar, X-Server wird jetzt durch Wayland ersetzt, aber trotzdem werden X-Application immer unterstützt werden. Sei es durch ein, wie heißt das, X-Wayland oder Wayland X? Also durch so eine Abstrahierungsschicht. Also quasi sowas wie Wine, wo ja Windows-Anwendungen für Linux ausgeführt werden oder unter Linux ausgeführt werden. Können halt X-Anwendungen auch unter Wayland ausgeführt werden und selbst wenn OpenGL in ein paar hunderttausend Jahren tatsächlich sterben sollte, ja, dann wird es halt für OpenGL auch eine Application geben, die dann, weiß nicht, OpenGL unter Vulkan unterstützt oder so ein Zeug, keine Ahnung. Aber trotzdem wird der Support für OpenGL in dem Sinne, schätze ich einfach mal, nie sterben. Anders halt als bei so kleinen Projekten wie Irrlicht. Irrlicht ist ein Projekt, das kennt keiner, da sind kaum Leute dran involviert und wenn die Entwickler sich da aus der Entwicklung zurückziehen, dann ist das Projekt tot. OpenGL ist ein riesiges Projekt, was so einfach nicht sterben kann. Nur weil da ein paar Entwickler mal sagen, nö, wir haben keinen Bock mehr. Das wird so nicht passieren. So, wir haben aber immer noch das Problem, dass wir kein einziges Tier haben. Das gibt's doch gar nicht. Das kannst du mir noch nicht erzählen, dass hier keine Tiere gibt. So, hier ist ja schön grün. Ich bleib jetzt mal hier. Hallo. Miezekatze, Schäfchen, Kuhu, wo seid ihr? Ich bin hier und warte auf euch, ich hab Leckerli dabei. Schaut mal. Ein wunderschöner Heublock. Na kommt her, ist alles für euch. Na kommt, meine Lieben. Hallöchen. Hallöchen. Hallo. Hey. Hallo.
Hallo. Ist doch Bullshit. Offiziere ist auch kein Verlass mehr. Ha. Ja gut. Was tun? Ich meine, wir könnten uns das natürlich ein paar Tiere hacken. Aber ganz ehrlich, auf sowas wollte ich eigentlich nicht zurückgreifen. Vor allem, ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich wüsste halt schon gerne warum. Ich meine, gut, kann natürlich sein, dass hier nicht spawnt, weil hier alles belegt ist, dass solche Dinger sind und solche Dinger und gut, das ist ja normales Gras, aber solche Dinger hier, also Items, die die Mod nicht kennt und dementsprechend sagt, okay, wenn hier sowas auf dem Gras drauf ist, dann ist das quasi wie ein belegter Block, auf dem keine Tiere spawnen. Kann natürlich sein. Wäre schön scheiße. Ja. Ach, fick die Henne. Okay, komm. Nee, das führt zu nichts. Gut, das heißt, wir setzen die Spawnrate wieder auf normal, also auf ein Zehntel und ja, das war's dann wohl mit Tieren. Dann werden wir uns welche wohl erschießen müssen. Ist natürlich nicht die feine Art, aber was willst du machen? Wenn alles andere nicht hilft, dann hilft halt alles andere nicht. Achso, halt erstmal hier wieder zurückgehen. Dankeschön. Hallo? Ah, lol. Während das Menü hier ist, aktualisiert er hier nichts. Doch, jetzt aktualisiert er hier. Hä? Ist auch egal. Exit. So. Du kannst weg. Weiter im Text. Ja, dann würde ich mal sagen, erschießen wir uns mal ein paar Tiere. Zumindest, ne, so Adam und, nee, Asche Noah mäßig von jedem zwei. Und dann werden wir die uns wohl langsam hochzüchten. Was anderes bringt ja nichts. Scheinbar. Ist ja echt schon blöd. Wie gesagt, da muss ich ja mal gucken. Da, also vor allem auf dem Vanilla Mind Test Server. Da spawnen die. Glaube ich. Es muss also echt irgendwas mit diesen Plant Life Mod, mit dieser Plant Life Mod zu tun haben. Dass hier absolut nichts spawnt. Ah ja. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu unserem Gehege. Durch dieses ganze reife Zeug. Obwohl, ist auch gar nicht reif. So. Problem ist jetzt halt auch, ich kenne halt die ganzen Items-Dings gar nicht. Also ein paar habe ich im Kopf, von Sheep zum Beispiel, denke ich mal, das ist einfach hier. Achso, erstmal hier ein bisschen Platz machen. Ich habe ganz schön viel Scheiß im Inventar. Warum das denn? So. Erstmal Grant Me Give. Hat funktioniert. Jetzt give me Mobs Kuh. Zwei Stück. Hat funktioniert. Da hätte ich gerne auch noch zwei Schafe. Hat funktioniert. Und weil wir so geil sind, zwei Schweine. Und das hat schon mal nicht funktioniert. Ja gut. Das hat ja gut funktioniert. Okay, dann machen wir es anders. Kreativ. Und jetzt geben wir hier mal ein Mobs. So. Aha. Da gibt es Bienen, Häschen, Hühner, Kühe, Katzen, Koalabären. Ach, Warzenschweine gibt es nur. Ah, die Frage ist, kann man die anlocken? Oh, ach ja, ja, sorry. Wenn man im Kreativmodus ist, bekommt man gleich 99 davon. So.
Pumba. Ah, ja. Können natürlich hier unten noch die Eier benutzen. Steinmonster, wobei das ist scheinbar nur für Monster. Ja, doch, das ist nur für Monster. Gut, dann würde ich mal sorgen. Wir nehmen uns mal noch zwei Warzenschweine. Und was könnte man noch nehmen? Dann teile ich das Gehege nämlich in vier Stück ein. Kommen jetzt zwei Hühnchen. So. Das heißt, wir brauchen doch noch mehr Zäune. Also jetzt entnehme ich mir erstmal wieder meinen kreativen Mod. Revoke Walker Give. Revoke. Ach doch, nicht Walker. Ach Mann, ich bin noch Bescheid. Grant Walker. Walker Give. Und jetzt Revoke Ronix Give und Revoke Ronix Kreativ. Sieht schon besser aus. Sehr schön. Okay, so, was wir jetzt tun wollen, du kannst mal wieder aufgehen. Ich brauche noch mehr von diesen. Achso, hab ich Holz dabei? Ja, ich habe noch Holz dabei. Ich brauche noch ein paar von diesen Zäunen. Schön, wie mir hier alles angezeigt wird. Aber Gift vergeht halt nicht mehr, ne? Und sobald ich jetzt auf Aktualisieren klicke, wird das jetzt auch nicht mehr angezeigt. Witzig. So, egal. Was ich brauche, wäre ein Zaun. Warte mal kurz. Wir haben vier Stück haben wir noch. Wir bräuchten in diese Richtung noch 9 plus 8. Das heißt also 16 geht nicht, also 20. 1, 2, 3, 4. So. Rest bitte wieder raus. Und jetzt bitte hier einmal das gleiche. 1, 2, 3. Genau, geht halt nur noch so. Ach, ich bin doch bescheuert, wir hatten noch schon vier. Scheiß die Wand dann. Okay. So. Hier ist das, können wir jetzt gegen gleich in vier Teile aufteilen, weil ich es ja gleich 9 breit gemacht habe. So. 1, 2, 3, 4. Wobei die Gehege jetzt schon echt klein wirken, oder? Obwohl doch, das geht. Wo ist der Ausgang? Oh. Es gibt keinen Ausgang. Wirkt es so zu klein? Nein, wir können es später noch vergrößern. Jetzt erstmal wirkt es. Obwohl doch, das geht. Puh, andererseits. Wir haben ja Platz. Wir könnten es später also definitiv noch vergrößern. Dann nach hinten noch um mindestens 2, vielleicht sogar um 4. Und dann nach links und nach rechts jeweils um 2. Ah, gut, hier kommt schon Wasser. Das heißt, hier vergrößern wird schlecht. Oder? Bis wo geht das Wasser? Ah ne, doch, siehst du, um 2 Verbreitern geht es sogar noch. Ja doch, dann der Verbreiter wird in jede Richtung nochmal um 2. Machen wir ein bisschen jetzt gleich. Macht der keinen Sinn, das erst später zu machen. Kann ich die jetzt direkt abbauen? Ja, sehr schön. Weil Zäune dauert halt immer ewig, die abzubauen. So, dann muss der Busch hier leider komplett weg. Was soll's? So, der hier kann, der Zaun in der Mitte kann auch bleiben. Der hingegen ist weg. Ein Busch weniger. So. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt kommt hier der Zaun hin. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kommt der Zaun hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, hier muss auch wieder das Ding weg. Ich weiß gerade gar nicht, kann man die Dinge auch manuell einpflanzen? Diese Blaubeerbüsche?
Büsche, gehen die dann auch weiterhin Blumen oder eher nicht so? Wenn ich jetzt einfach die hier, ne, hier hinten so hinsetze, gehen die dann weiterhin Blumen? Hier diese Dinger? Oder eher nicht so? Aber gut, wie sieht man. Blueberry Bushes with Leaf? Ne, geben sie nicht. Das sieht man nämlich am Parameter 2. Also in der zweiten Zeile ganz rechts. Da ist hier Parameter 2 ist gleich 0. Was heißt, die Dinger geben auch Beeren und Sachen, die man selbst gepflanzt hat, werden aber auch mit dem Flag versehen. Deswegen ist Parameter 2 nämlich 1. Das heißt, hier wachsen auch keine Sachen mehr. Das heißt, das wird so nicht funktionieren. Na gut, dann machen wir es anders. Dann setzen wir hier einfach ein paar neue Saplings. So, da kommt da einer hin und dann kommt hier hinten noch einer hin. So, achso, die kann hier überhaupt wachsen? Die kann nicht. Doch, kann wachsen. So, wir müssen nämlich immer drauf aufpassen. Also ich weiß nicht, ob wir drauf aufpassen müssen, aber ich passe immer drauf auf, dass die benachbarten Blöcke mal frei sind. Damit er sich halt wirklich ungehindert ausbreiten kann, weil ich weiß nicht, was er von sich aus alles überschreibt. Also normales Gras wird eigentlich überschrieben. Aber eben, die Frage ist halt. Oh, der ist zu weit. Der ist noch da. Die Frage ist halt, ob auch sowas hier überschrieben wird. Oder denn solche Stöcker, die werden garantiert auch nicht überschrieben. Das heißt, überall, wo so ein Scheiß ist, wächst dann nichts. Also wachsen diese Dinger hier nicht. So, okay, zurück zu uns. Wir waren gerade dabei, Kreaturzaun zu bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kommt der Zaun hin. Sehr schön. Oh, hier fehlt ein Block. Erde. Dankeschön. So, ich glaube, den Rest mache ich in der nächsten Folge, also morgen. Ich nehme wieder heute und morgen wieder an einem Stück auf. Heißt also, na, wir sehen uns morgen. Ich selber sehe mich gleich. So dumm. Ja, bis dann.